Ach, du magst dich. Ist nett dann. Dann ist ja alles perfekt. You're tying the knot. Never. Ich glaube, Anno 1800 wirst du bei mir auch öfters mal sehen. Weil Anno 1800, wie gesagt, hat mich schon angeteasert. Weil es ist einfach das Industrialisierungssetting. Das ist das Setting, was ich am meisten mag, nach Piraten und Science Fiction. Wobei, Science Fiction mag ich aber auch nur im Weltraum. Deswegen mochte ich die ganzen Anos, die anderen Anos nicht. Das Ding muss ich noch bauen. Das ist gut. Das freut mich. Aber heute wird jetzt erstmal sehr viel gearbeitet. Yeah, workforce. A new island has been discovered. Great, guys, great. Ja, okay, jetzt wollen wir kurz. Aber ich könnte noch mal. Up with a lark this morning, I was. No, it is upsetting. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich eine Trade Union baue. We all like a nap in the orchard. Ich habe bei Uplay tatsächlich das Anno 2050 oder sowas da, das ich mir damals aus Multiplayer-Gründen meiner damaligen Freundin geholt habe. Das war, ja, es war okay. Ansonsten habe ich halt sehr, sehr stark das 1404 und das 1620 gespielt. Ich glaube, 1620 hieß es. Aber Forest Village und Banished ist sowieso so super, dass die Games. Die müsste ich eigentlich auch mal in meine, ich sag mal, Playlist reinschmeißen. Was macht ihr da? Stau! Das geht ja gar nicht! You're tying the knot! Never! You reached a new milestone. Sehr schön. Eine Kirch. Kirch. Genau, Kirch. Church. Die hätte ich gerne, glaube ich, dahin. Und ein Harbormaster's Office. Das ist doch perfekt da. Free Harbor Area needed. Okay. Dann packen wir es dahin. Ist mir doch egal. Hauptsache, es funktioniert. Oh, wir können auch Brot machen. Your vessel shall be subject to an inspection. Ein Depot. Ein Sailing Shipyard. Aber ich glaube, wir müssen erstmal die Weizensachen machen. ...144 Fälle. Alles klar. Her Majesty leans on me to detain any who defile her sovereign laws, including you. Alles klar. Wir brauchen noch mehr Felder, okay. Eins noch. Schön. Eins. Ein einzelnes. Wie groß ist die Bakery? Drei Felder, okay. Will ich dann die hier wieder wegnehmen? Kann ich eigentlich hier hinten nochmal eine Reihe hinschmeißen? Da passt das. Bakery dahin und die Mühle dahin.
Something for all seasons. Klassischerweise haben wir jetzt natürlich erst die Bäckerei gebaut und dann die Mühle. Sehr gut. Ja, bei Banished ist es tatsächlich schade, dass es nicht weiterentwickelt wird. Das ist... Banished war echt ein gutes Spiel, aber ich glaube, Forest hat es... also Forest Village hat es dann wahrscheinlich gekillt. Da haben sich wahrscheinlich auch alle gedacht, so, nee, also, nee. Wir müssten da jetzt die Grafik upgraden und überhaupt und... Dann... Ja, haben sie es leider nicht weitergemacht. Like a nap in the orchard. Aber ich hätte es auch gerne weiterentwickelt gesehen, weil das war definitiv eine Sache, wo ich sage, wenn das noch ein bisschen grafisch aufgewertet worden wäre, ich meine, es hatte schon eine gute Grafik, aber noch ein bisschen besser aufgewertet und noch ein paar mehr Features dazugekommen, dann wäre es super, super, super City Building Game. Flowers for the lady. More's the merrier. Never sample, sir. That fish pie smells delicious. Schafe. A fire broke out. Nein. Schnell hin. Mit dem 2 PS-Wagen. Über matschige Gehwege. Nein. Für das zweite Gebäude. Aber das Zeug wird zumindest schon mal vorgeheizt, dass das Wasser ist. Up with a lark this morning, I was. Okay. Brauchen wir noch die zweiten oder kommen die freiwillig? Oder wenn ihr damit fertig seid, fährt ihr dann weiter? My basket is flowing over. Auf der anderen Seite kann genau das, was Banished hätte werden können, Forest Village jetzt vielleicht. More's the merrier. Ja, komm. Ah, okay. Jetzt. Jetzt ist die große Wasserparty angesetzt. Apropos große Wasserparty. Warum habe ich hier endlich noch keine Feuerwache? Ich könnte sowas gebrauchen. Na komm, mach mal so. Das sieht dann wenigstens richtig aus. Wir brauchen noch weiter ein paar Standardwörter. Wir haben... The fire has been vanished. Noch die Möglichkeit abzubauen. Game saved. Like a nap in the orchard. Der Ingame Sound ist ein kleinen Ticken zu laut. Okay. Dann machen wir den Ingame-Sound auch einfach einen kleinen Ticken leiser. Das mit Forest Village müsste ich nochmal wiederholen. Also im Grunde genommen sage ich das mal so. Forest Village könnte vielleicht jetzt das werden, was Banished hätte werden können, wäre Forest Village nicht da. Und ich vermute mal einfach ganz stark, dass Forest Village der Banished-Gruppe einfach den Rest gegeben hat. Die haben einfach festgestellt, da gibt es ein Spiel, was das gleiche Thema hat. Und was einfach die bessere Grafik hat und sich wahrscheinlich deswegen auch ein bisschen besser verkaufen wird. Und dann haben wir einfach die Flügel gestreckt und gesagt, alles klar, dann überlassen wir denen das Feld. So. Mehr Arbeiter. Ich brauche noch ein Brett. Verdammt. 2, 3. Ja, ist okay. Und ich hätte vielleicht mal die Mühle aufbauen können. We've only a skeletal work gang. So zwecks, That blooming turnip was the size of her head. Ich brauche nie Zeug.
Hallo. That fish boy smells gurtlush. Kann sein, dass Forest Village stark zerrissen wird, aber ich glaube, Forest Village hat auch ein Problem deswegen, weil sie einfach zu nah an dem MMO sind. Weil der Entwickler von Forest Village hat ja auch ewig viele Dinge zusammengebastelt, um einfach dieses MMO zu finanzieren. Life is Feudal hieß es hier auch, genau. Und das hat dann halt dazu geführt, dass alle anderen Life is Feudal Titel oder alles, was in die Nähe davon kam, einfach auch mit zerrissen worden ist. Ich meine, gut, ein MMO, wo du für den Bau von irgendwas 1000 Nägel einschlagen musst und sie wirklich alle einzeln einschlagen musst, das ist dann wirklich ein bisschen, zu viel des Guten. Dementsprechend verstehe ich, dass das nicht so optimal für die Leute gedacht ist. Don't even mind the neighbors. Breakfast this morning by yours truly. Ich brauche mehr Arbeiterklasse. We all like a nap in the old. Brot wird schon hergestellt. Das Ding könnte ich hier schon mal platzieren. Oh, perfekt. Da habe ich ja perfekt Platz gelassen. Finde ich sehr geil. Assuredly, she's a fine ship. Dann machen wir hier nochmal ein paar Schafe hin. Oder vielleicht in die andere Richtung. Oder machen wir die Schafe da unten hin? Once we're done here, we can bag some rabbits. Ich mach die Schafe hier hin. Ja komm, ich will. Nein, nein. Ich will das ankippen. Danke. Geht doch. Und ein Sailmaker. Den printen wir mal dahin. Es ist die ungeduldige Jugend, die bei SOM Waffen gefarmt hat. Was ist SOM? Sea of Meaves ist es zum Beispiel nicht. Das weiß ich. Aber das wäre jetzt das Einzige, was mir mit SO einfällt. Ich will einfach nur aus dem Menü raus. Danke. Okay, vielleicht brauche ich da doch nochmal einen Holzfäller. So, den setze ich da ein. Der hat zwar nicht so viel zu tun, aber das ist egal. Secret of Mana. Ah, okay. Na gut, Secret of Mana habe ich gar nicht so viel gespielt. Was sehr erstaunlich ist. Beschleunigen wir mal die Hauptstrecke. Können nicht mit dem Bus fahren, müssen die hier die Straßen blockieren mit ihren Privatfahrzeugen. Ah, eine Playstation können wir als nächstes ausschalten. Und Bier. Und Seife. Parkstages, Promenades, alles klar. Und Iron Mine und Carcoals. Was bist du? Ein Copper Deposit. Okay, Copper hilft mir jetzt nicht. Limestone hilft mir auch nicht sehr viel. Iron. Dann können wir hier direkt daneben eigentlich gleich mal das Ding setzen.
I love the smell of dew. Was hat's gesagt? Das klang jetzt nicht sehr gut im Sinne von man darf das öffentlich äußern in Deutschland. So. Machen wir das einmal so. Stellen hier einfach nochmal ein kleines Drachenhaus hin. Und weil wir garantiert mehr Holz verbrauchen, stellen wir hinten auch nochmal ein Holzfäller hin. Aber wir haben noch so viele andere Dinge, die wir nach neu bauen möchten. Ach, da fehlen noch viele, viele Ziegel. Da fehlen noch ein paar Ziegel. Das Ding kann schon mal gebaut werden. Da fehlen noch Ziegel. Stand to attention for the boss. Oh, bei der Gelegenheit, ich habe da noch so ein faules Schiff. Coordinates plotted. Mal sehen. On our way. Kann das Schiff. Rudder! Oh, hallo! Madame Kaina! Ah, die brauchen Ziele. Ach, guck an. Die haben. Ach, das Ding habe ich noch nicht mal gebaut. Kein Wunder, dass ich so wenig Fische habe. Ja, der Blueprint-Mode kann manchmal irritieren. Ich finde es sehr lustig, dass die Dinger schon bedampft sind. Der fährt da raus, hat Fettschleppnetze. Und der angelt noch ganz normal. Alles klar. Bloß bestimmte Gesprächigkeiten müssten sie, glaube ich, noch abändern. Das ist. Könnte nervend sein, wenn die ganze Zeit bla 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 machen. Das ist meine Aufgabe. Die sollen nicht die ganze Zeit blubbern. Ach, da hinten sollte ich vielleicht noch eine Feuerwehr hinstellen. Something for all seasons. Ich wollte gerade sagen, ich brauche noch mehr von den Bricks, aber da waren sie. Next Level 750 insgesamt. Workers. Okay. Brauchen wir wohl noch ein paar. Blooming turnip was the size of her head. Dann bauen wir halt noch ein paar. Should have been a sailor. Ja, Northgard ist auch sehr nett. Das habe ich auch schon gespielt. Das hat mir auch sehr gefallen, muss ich sagen. That fish pie smells gurtlos. Like, share, subscribe. Sag hallo live auf Twitch. Bleib aktuell. Folge auf Twitter, Facebook, Mastodon und anderen. Links in der Beschreibung.